So, da sind wir bei Little Hope. Ja, Little Hope. Kann man ein bisschen hier. So. Ja, Little Hope ist die zweite Auskopplung der Dark, wie heißt denn, Dark Pictures Anthologie. Davon gibt es wohl vier Episoden, wird es wohl geben in dieser Collection. Die erste Episode war Man of Medan, was, ja, es waren halt ein paar Jugendliche, die halt einen alten Geisterfrachter gefunden haben, wo halt Gold noch versteckt war. Aber in Wirklichkeit war es halt mit einem Fluch belegt und es gab da auch ja, Geister und so weiter. Und da musste man halt herausfinden, wie man da überlebt. Es ist so eine Art Spiel wie, ich weiß nicht, ob das jemand kennt da draußen, vielleicht wie, wie hieß denn das? Undying? Nee, Until Dawn für PlayStation 4 damals. War ja auch so ein Spiel, wo man halt Entscheidungen treffen muss und anhand dieser Entscheidung kommt man halt lebend daraus oder man stirbt. Und genau das ist es ja auch jetzt bei diesem Teil, und zwar Episode 2 beinhaltet Little Hope. Ich weiß nur so viel, dass es irgendwas mit einer Kleinstadt zu tun hat und dass es auch ja, um eine Clique geht, die halt versucht irgendwie dort zu entkommen oder versucht rauszukommen. Ich würde sagen, wir starten die ganze Sache erstmal. Wenn das denn funktioniert. Ja, ist heute erst erschienen und wir werden erstmal alleine spielen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, den ersten Teil haben wir auch schon, oder die erste Episode haben wir auch schon gespielt gehabt. Ja, wir haben auch noch nicht angefangen. Ich habe noch nichts gemacht. Und ich würde sagen, starten wir die Sache. So, wenn die Kontrolle zu spielen drücke, A, Winter Point und Click Adventure. Achso, okay. Ah, da sehen wir es nochmal. Little Hope. Kleine Hoffnung, so in etwa grob übersetzt. Mal sehen. Ich hoffe, dass der Ton passt soweit, also so, dass ihr mich gut hören könnt, aber auch das Spiel dementsprechend hört. Ich sehe schon, bei Twitch ruckelt es gerade momentan. Ja, irgendwas scheint gerade mit dem Internet zu sein. Ich habe rot. Es kommen nicht so viele Bytes an, wie es eigentlich sein sollte. Es ruckelt leicht auf Twitch, muss ich sagen. Obwohl, auf Handy geht's eigentlich. Auf Handy geht's eigentlich. Naja, mal schauen. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Stören, da stand ihm töten. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger.
Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Du Scheiße. Alter, okay. Groß aktualisiert. Ah, okay. Geheimnis da wieder. Schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Ach, da gibt's noch andere. Tanja ist spät. Andere Kinder in diesem Haus. Oh, kurz angebunden. Lass sie ruhig. Gleichgültig, sie kommt immer zu spät. Okay, mal gucken. Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut ihr nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ey, du Depp, passt du wohl auf die Platte auf? Du musst nicht so grob zu ihr sein. So, jetzt muss ich aber mal kurz gucken, was ist denn hier schon wieder los? Mann, 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 Mann. Ist doch alles aus, ich verstehe es nicht. Mal sehen, ob das jetzt ein bisschen freier läuft. War keine Absicht. Megan tut immer so, als sei es keine Absicht.
Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich ran. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Nachtragend, Dad ist betrunken, toller Vater, enttäuscht. Also die Entscheidungen haben natürlich Konsequenzen für uns irgendwann, ne? Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd, es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Es ruckelt die ganze Zeit, ne? Gut, versuchen wir es weiter. Hey, Dennis. Hey. Und schon wieder jetzt, orange. Mann, ich könnte ausrasten. Ich könnte einfach ausrasten. Mann, irgendwas ist immer mit diesem Scheiß hier. Hey, spinn hier nicht so rum. Mann, ey. Oh. Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Es kann doch nicht sein, dass das Streamlabs nicht reagiert. Also. Auf Rot ist, Alter. Ich verstehe es einfach nicht. Mann, ey, das ist so nervig. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Na ja. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Okay, halten Sie Artikel gedrückt, um Aufheben von Objekten. Benutzen R, um die Untersuchung in manchen Direktionen. Achso, okay. Was soll das denn sein? Ach, eine Streichholzschachtel, okay. Man kann halt nichts sehen, ne? So, drücke A in den Rhythmus mit dem Herzschlag-Taste und wechsel zu Y während eines ganz ruhigen. Ja, das kennen wir natürlich aus dem ersten Episode, wo man halt ganz ruhig sein sollte. Er versucht natürlich da vorbeizukommen. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Sakasche, warum bloß? Tiana sieht nach ihr. Schon okay. Tanya sieht gerade nach ihr. Ihr könnten wie eine heile Familie sein. Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Okay, wir können uns jetzt das erste Mal bewegen. Aha. Okay, der pennt wieder.
Ich frage mich, warum das Spiel halt echt... Die Hexenprozesse von New England. Ah, okay, dann hat das irgendwas mit Hexen zu tun, ne? Museum von Little Hope. 7,99. Performance. Den Performance-Modus angehauen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Sonst flippe ich richtig aus. So. Benutze R, um dich um... Ach so, sieh dich um. Da könnten versteckte Informationen sein. Okay, ich kann natürlich fast gar nichts sehen, weil die scheiß Leuchte extrem blendet. Okay, da scheint aber nicht zu sein. Hoffe ich zumindest. Okay, der pennt wieder. Hier können wir noch was untersuchen. Was ist das? Perfekte Ablenkung von ein Muss für alle, die sich mit den Jahren 1992 stattgefundenen Hexenprozessen von Salem interessieren. Salem, A.P. Davis, The Herald, Schleier der Unschuld, T.S. Hartley. So, okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Was ist hier noch? Gar nichts. Dann müssen wir die... Okay, das passt ja hier gar nichts. Kann man die einstellen? Vollbild muss es doch sein. Also ich weiß nicht, warum es auf 2K gerade gestellt war, aber so sollte es natürlich nicht sein. So, schauen wir mal hier. Naja, raus können wir wahrscheinlich nicht, ja, ist klar, abgeschlossen. So, dann gehen wir mal hier rein. Was muss ich denn überhaupt machen? Ach, sieh nach Tanja, okay, die ist natürlich oben, ne? Aber wir können uns ja trotzdem alles hier mal anschauen. Wir können uns ja das trotzdem mal anschauen. Verdammt. Alter, fuck off, Alter. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Ich bin noch da. Bin ich das? Du hast recht mit meiner Familie. Nein. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ach du Scheiße. Das wird... Ich lasse dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Die wird irgendwie manipuliert, ne? Von irgendwas. Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Oh oh. Megan! Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Anthony, Hilfe! Hey, Dad!
das nicht schon vorher gemacht? Hättest du schon vorher die Scheibe in den Schrank werfen? Ich krieg keine Luft! Ach du Scheiße. Megan helfen, Tanja helfen. Ach du Scheiße. Tanja oder Megan? Na, die konnte man sowieso nicht retten. Die konnte man sowieso nicht retten, wetten? Die konnte man sowieso nicht retten, die war ja mitten im Haus. Kletter den Ring drin hoch, nutze das Fenster. Selbstbewusst, komm, du schaffst das. Mach! Komm schon! Aufgehangen. Ich glaube, man konnte hier gar keinen retten wahrscheinlich, oder? Ich glaube nicht, dass man hier jemanden retten konnte. Achso, wir haben hier noch oben jemanden. Nein! Ach du Scheiße. Der rennt ohne Rinn, um sich zu töten. Ach du Scheiße. Okay, das ist ja schon mal ein richtig krasser Auftakt. Die ganze Familie wurde von der Megan platt gemacht, weil irgendein Dämon oder so war drin oder hat sie beeinflusst. Jedenfalls krass. Das fängt schon richtig gut an, ne? Gleich mit einem krassen Auftakt. Mal sehen, was noch kommt, ja? Die Mucke ist auf alle Fälle krass. You
Geil. Geile Mucke. Geiler Auftakt. Mega geil. Den kennen wir natürlich aus der ersten Episode schon, ne? Hallo. Und der ist ja bekannt. Zurück. Eine neue Geschichte erwartet Sie. Ja. Ganz anders als die letzte. Okay. Aber ich weiß nicht, ob man irgendjemanden retten hätte können, weil auch wenn sie durchs Fenster wäre, sie auch gestorben, ne? Weil sie dann durch das Haus nochmal hätte gehen müssen. Also quasi wäre sie auch nochmal gestorben. Beunruhigend, nicht? Es und gibt sicher keinen Grund zu. Megan hätten wir auch nicht retten können, weil die war ja mitten diese im Haus, ne? Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten sie nicht verhindern können. Da ich doch, das könnte man nicht verhindern. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, ich glaube nicht. Blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf? Oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft? Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Gehen Sie. Viel Spaß. Ich mag schöne Beerdigungen. Thank you.